Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Hexec-Pack-Opening auf meinem Kanal. Ich habe mir einen Experten dazu geholt, den guten Sola Nico Linke, der darin sehr erfahren ist. Ich habe gesagt, ich mache das nie, weil ich finde, Skins sind pure Geldverschwendung. Das Problem ist nur, Riot schenkt einen ja Kisten. Und ich habe davon jetzt viele. Also ich würde erstmal Hallo an deine Community sagen. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, hier die Hexec-Kisten-Philosophie auch ein bisschen spreaden. Also wir haben 32 Keys am Start. Da könntest du dir durchaus, also du hast ja prinzipiell etwas weniger Skins, kann das sein? Weil du sagst, hab, Skins ja, sind nicht, ja, dann nicht dann so ist viele. Ja da die Welt noch offen für dich. Bei mir ist es ja inzwischen so, ich habe 814 geile Skins und mir fehlen du hast 814 ich, das Skins? Das ist eine fiktive Zahl, vielleicht sind es auch 900, weiß ich jetzt nicht. Aber nein, ich habe bestimmt 600 Skins Alter. Oder so. Ich bin ein Sammler. Ich glaube, ich habe 100. 100 habe ich vielleicht Dann auch. Haben wir da noch ordentlich Luft nach oben. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Engage. Man muss einfach direkt rein. Das ist die erste Kiste in meinem Leben nach der Originalkiste. Udyr. Das ist, kriegt man immer so ein Champions-Geld? Das war alles? Ja, Udyr ist einer der besten. Warum bekomme ich was? Ich habe eine Kiste auf. Ich krieg nichts. Bei Udyr muss man tatsächlich sagen, der ist anders als die anderen Champions einer der seltensten Champions. What the fuck? Kriegt man wirklich einfach nur ein Champions-Geld? Ja. Aber ich habe doch alle Champions. Da dachte sich Riot, ja, das ist ja nicht unser Problem. Das ist dumm. Ich sehe schon. Man kriegt auch nicht zwei. Ich krieg hier. What? Das ist ja übel scheiße. Okay. Herzlich willkommen. Krieg ich jetzt auch. Das ist jetzt nicht schon mal. Aber es sind ja keine fertigen Skins, sondern die Shards, ne? Dazu erzähle ich dir später mehr. Da handeln sie erstmal einfach nur nach dem Aussehen, okay? Nein, nicht lesen. Ba! Nicht lesen. Aufmachen. 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 Eieiei. Ah! Boah, das ist schon oldschool. Ich dachte, den hätte ich schon. Das kann auch passieren. Ist das dein Ernst? Kann das echt passieren? Natürlich. What? Ja, aber dafür gibt's hier das Wii-World. Wo ist es hin? Dafür gibt's das Wii-World. Was ist passiert? Du musst auf die Kiste klicken. Ich hab! Die ist weg! Klick. Nein. I. Was passiert? Wir sehen uns wieder nach einer kurzen Werbeunterbrechung, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück aus der Werbepause. Oh lol. Nice. Also die Quote ist bisher richtig schön scheiße bei dir. Ist das richtig kacke? Das ist richtig kacke. Also wenn ich 10 Kisten aufmache und 3 Champion Charts sind, dann ist Flame schon. Aber dafür hast du Banditen-Sivir. Ist das nicht so einer der hässlichsten Skins der Welt? Ja. Oh Mann. Aber der Wille zählt. Der Wille zählt. Okay. Was du jetzt tatsächlich noch. Das ist immer ein Hinweis, dass richtige Kacke gleich kommt. Icon! Diese ich hätte mir irgendwann mal sowas vorher angucken sollen, wäre ich ja die orangenen Charts sind dann immer so, hier nimm doch mal ein paar Charts, was danach kommt. Ach komm. Oh, Xayah. Scheiße. Na? Also ich habe jetzt 4 Champions Cards. Das ist richtig. Und ich habe 7 Kisten geöffnet, oder? Also wir haben ja noch über, wie wär's nur noch? Also ganz ich ehrlich, ja bis 16 runtergehen. Wir wollen ja jetzt hier keine 84 Minuten Folgen machen. Ja. Ich würde fast schon sagen, wenn du effizient sein willst, dann machst du die Open 10. Open 10. Dann machst du die Open 10, weil das Rerollen, da fängt der Spaß jetzt richtig an. Ja? Ja. Da gibt es dann so verschiedene, wie ist das Kochen quasi. Okay. Eins, ein okay. Champion Char wieder. Noch Spaß. What the fuck? What? Das kann doch nicht sein! Oh ja, wow! Herzlichen Glückwunsch, danke! What? Meine deswegen ist Panda Timo, der ist nicht ganz hässlich. Der war auch mal nicht so kacke. Ja. Der ist richtig hässlich und den habe ich, glaube ich. Den habe ich auch. Was soll das denn? Ich habe 8 Champions. Kann ich den nicht im Store kaufen? Ja. Nein, Champion Charts kannst du nur random kaufen, zufällige. Ach so. Ja, ist ja scheißegal, ich habe ja alle Champions, die sind ja genauso kacke. Ja, wie gesagt, vertrau mir einfach, vertrau mir auf. Also nochmal 10. Ist lang, aber er lohnt sich nochmal 10. Let's go. Das kann ja nicht mehr. Was ist das denn? Vor allem die Wahrscheinlichkeit wird jedes Mal geringer, weil es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl von Champions. Hast du nicht, du kannst doch den gleichen Chart mehrmals kriegen. Den habe ich auch! Du kannst auch theoretisch 5-mal Mordekaiser Champion Chart hintereinander kriegen. Da fängt der Spaß erst richtig an. Das ist ja. Ja, aber lass dich davon nicht täuschen. Das sind nur deine. Den habe ich auch. Das sind nur Mittel zum Zweck. Glaub mir, lass dich davon nicht täuschen. Die wirst du nie wiedersehen. Deren Antlitz wirst du nie wieder. Okay. Deren Antlitz werden. Warte. Dein Antlitz wird von denen nie wieder beschmutzt werden. Oh, da ist es. Poet. Okay, engage. Was haben wir noch? Hier haben wir noch. Oh, der ist gut. Der ist lecker. Ich hatte auch eben einen Skin, wo ich auch dachte, den würde ich nehmen. Mundo. Der ist aber auch. Ich weiß gar nicht, ob er den noch haben kann. Ist das der Doktor Mundo? Dieser mit dem Antlitz. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich weiß es nicht.
Ah, gut, ja, man merkt auch, dass dein Client noch nicht dafür ausgelegt ist, so eine große Kistenlast auch tatsächlich zu tragen, weil das ist halt wirklich eine enorme Anstrengung, die die einzelnen Prozessorkerne dann auch auf sich nehmen. Oh, den habe ich aber, glaube ich, auch schon. So, okay. Erinnerst du dich noch an der alte Mafia Graves Autotex? Das war so schön. Jeder hat Graves gespielt deswegen. Und der Q war auch so cool. Mein Gott, war das schön. So. Okay, wie gehe ich jetzt hier vor? Also. Es gibt jetzt so eine Taktik, die ist für fortgeschrittene Spieler tatsächlich, die nennt sich Rerollen. Ja? Du nimmst 3 Champs, ich zeig dir das mal, da muss man sehr vorsichtig sein, man darf die nicht kaputt machen. Du nimmst also, die Skins? Genau, man nimmt die Skins. Kann man auch Champions nehmen? Weil davon habe ich viele. Ja, aber da kriegst du nur Champions raus. Du kannst sie aber, pass auf. Das ist wie Glücksspiel, das hat immer noch Vorteile, obwohl nur ganz viele Nachteile sind, denkst du, oh, das ist worth. Ah. 1 zu 1 Million Chance? Ja, das ist ja voll geil, so nach dem Motto. Also, welche Skins findest du richtig eklig? Okay, aber wo kann ich hier schon sehen, ob ich den Skin habe? Zum Beispiel den hier, habe ich den? Owned. Das heißt, den kann ich jetzt schon mal wegmachen. Okay. So. Gut an. Dann, ich kann ich muss 3 opfern. Den habe ich, glaube ich, auch. Den hier? Let's go. Und welche noch? Den müsste ich auch haben, oder? Let's go. So. Ja. Wie kann es denn sein, dass bei der Skin-Anzahl ich alle... Okay. Halleluja. Was ist das denn? Siehst du das Splash-Art? Du, Johnny, Der Typ, der das Splash-Art gemacht hat, ist so alt wie der Typ, der da drauf ist. What the fuck? Also, es kann auch sein, da ist aber noch was, oder? Ja. Ich hatte eine Runde. Jetzt, nächster Versuch. Okay. Psst, go. Ebona. Oder? Nee, wie ist das? Was ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Lol. Ist der gut? Nee. Es doch. Spielen viele. Ja? Okay, spielen viele. Haben die Krankheiten? Der ist geil. Den nehme ich. Den nehmen wir mit. Langsam, jetzt sind wir im Groove drin. Jawohl. Ich opfer jetzt 3 halbwegs gut. Genau. Den opfern wir. Und jetzt opfern. Nee, den würde ich nehmen. Den Miser. Ja. Der sieht auch gar nicht schlecht aus. Da muss was rumkommen. Da müsste quasi 2 Quality mit einem Hülle und dann. Oh shit. Oh nein. Ich muss dich schon mal enttäuschen, Johnny. Oh, der ist geil! Den nehme ich mit! Ja, warte mal. Das ist ja in Game. Ja, Alter. Kann man auf jeden Fall mal machen. Goalkeeper Blitzcrank. Der ist richtig sick. Weil der ist selten und sieht geil aus. Das du musst ja halt auch realistisch denken, wann wirst du jemals in deinem Leben Mundo spielen? Ich hab Superman Timo. Warte. Timo Skins. Kann man nicht rerollen. Versuch's einfach nicht. Hast du Classic Pokémon gespielt? Das ist wie wenn man Missing No fängt. Oh nein. Da passieren schlimme Dinge. Es hat noch niemand gemacht. Aber es passieren schlimme Dinge. Tu es einfach nicht. Okay. Lass uns das Thema wechseln. Darüber möchte ich jetzt auch nicht mehr sprechen. Selbstverständlich. Mono spiele ich sogar ab und an. Geht's dir gut? Mhm. Alles gut. Ja. Lass uns weitermachen. Der ist aber wirklich eklig, oder? Also ich konnte ja nicht ahnen, dass wenn ich einen Timo-Skin rerolle, tatsächlich sowas Ekliges mal rauskommt. Ich hab dich gewarnt! Ja! Okay, wie kann ich den jetzt haben? Ich will den haben. Also, du musst die jetzt mit den orangenen Essenzen bezahlen. Klick mal rauf, der kostet 675, hast du. Da kann ich ja nur einen von denen haben. Ja, du kannst natürlich, anstatt zu rerollen, theoretisch auch die Skins disenchanten und... Ah! Dann kriegt man etwas mehr Essenzen, aber. Ja, das wäre kein Pack-Opening, das wäre dann ein Pack-Essenzening. Dann nehmen wir erstmal den Mundo. Mhm. Halleluja! 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 Sah nicht. So, und jetzt kann ich noch einen? Theoretisch, ja. Du könntest jetzt. Doch, du könntest. Den. Unlock? Ach, der ist aber. Why? Ach, weil ich den... Ah, den hast du schon rerollt. Da hätte ich natürlich dann eben den... Expecting you drop... What? Was? Ich spreche keinen. Aber du hast den Skin jetzt noch, oder? Okay, what the fuck? Probier's nochmal. Steck ihn rein! Ja. Das hat geklappt. Man muss nur laut genug schreien. Das ist wie alle bei einem im Leben. Ah, guck mal, den kriege ich jetzt auch übelst billig. Der ist ja auch übelst billig. Ja?
Aber den gibt's auch nicht mehr, ne? Ja. So. Das ist natürlich zum sahnigen Abschluss auch nochmal das Rerollen, aber. Ah, ich glaube, ich habe das ja auch nicht, du hast wieder nicht gekriegt. Hä? Das hätte ich dir enden. Was ist das denn? Okay. You gotta be kidding. Ich will doch nur den scheiß Skin. Skin. Du bist noch nicht bereit, Johnny. Oh, jetzt okay, du bist jetzt bereit. Was sagt die Gottheit dazu? Mhm, was muss ich dir jetzt bringen an Opfergaben? Heavy Metal. Heavy Metal? Oh. Gentleman, okay. Death Metal. Aha. Death ja, Metal. Ja, okay. Das ist kein Problem. Alles klar. Alles klar. Gelobt sei der Gottheit. Vielen Dank für deine Hilfe, ja, Solane. Ja, kein Ding, schaut bei niemandem vorbei. Wenn ihr mehr Hexag-Openings sehen wollt, gibt es da nämlich noch welche. Also schreibt mir in die Kommentare, wie behindert ihr dieses Kacksystem findet. Aber ein geschenkten Gau guckt man nicht ins Maul. Und Goalkeeper Blitzcrank hat alles gerettet. In dem Sinne, macht es gut. Bis bald. Tschüss. Wink mal bitte. Tschüss.